Das stärkste Getränk zum Abnehmen. Verbrennen Sie Bauchfett in nur 7 Tagen. Stopp, nicht abschalten. Wenn du da jetzt hier drauf geklickt hast, dieses Video, das ist ein Zeichen, ein wichtiges Zeichen. Pass auf, hör mir jetzt mal ganz kurz zu, ganz wichtig. Du suchst das schnellste Getränk zum Abnehmen, dass du einfach wirklich trinkst und damit dein Fett reduzierst, dein Bauchfett zum Schmelzen bringst. Und das wirst du jetzt auch bekommen. Dieses wichtige Abnehmgetränk, mit dem du wirklich mehrere Kilos in einer Woche abnehmen kannst an reinem Fett, hat 3 Zutaten. 3 wichtige Zutaten, die du eigentlich überall hast. Und diese 3 Zutaten werde ich dir jetzt nennen. Und damit kannst du dir quasi jeden Tag dieses Getränk machen und kannst dein Bauchfett wirklich loswerden. Und das Beste darin ist, ohne Jojo-Effekt. Du wirst niemals einen Jojo-Effekt haben, wenn du diese 3 Zutaten verwendest in der richtigen Reihenfolge. Deswegen fangen wir sofort an. Warum solltest du da auf mich hören? Mein Name ist Henry Zipleifs oder auch Henry Zell. Ich habe allein in den letzten 3 Jahren über 500 Frauen dabei geholfen, abzunehmen, einen flachen Bauch zu bekommen, das Bauchfett loszuwerden, schöne schlanke Beine zu bekommen. Da waren Frauen bei, denen ich geholfen habe, 10 Kilo, 20 Kilo, 30 Kilo, 40 Kilo oder mehr dauerhaft abzunehmen. Das heißt, den kompletten Bauch loszuwerden, schlanke Beine zu bekommen, das auch zu halten über mehrere Jahre ohne Verzicht. Das heißt, ich weiß genau, wovon ich rede und diese ganzen Vorher-Nachher-Bilder habe ich hinbekommen, unter anderem, das heißt, bewiesenermaßen funktioniert das Ganze. Und ich werde dir jetzt auch verraten, wie das auch für dich machbar ist und welche Zutaten du verwenden solltest. Die gute Nachricht ist, ich werde jetzt gleich wirklich 3 Zutaten nennen, mit denen du wirklich einen flachen Bauch bekommst, das Bauchfett loswirst. Eine andere gute Nachricht ist auch, dass das kein Getränk sein wird. Ich werde dir keinen komischen Abnehmcheck verraten, kein komisches Getränk, was du trinkst, um wirklich damit einen flachen Bauch zu bekommen. Denn das ist Quatsch, das ist Schwachsinn. Wenn du auf dieses Video geklickt hast, mit der Intention, wirklich ein Getränk zu haben, was du trinkst, womit du dadurch dein Bauchfett reduzierst, dann bitte hör auf damit. Hör auf mit so einem Quatsch. Hör auf, nach solchen Sachen zu suchen. Hör auf solche Videos zu klicken. Ich habe diesen Titel extra genauso gewählt, weil ich ein Video gesehen habe mit 10 Millionen Aufrufen, was diesen Titel hatte. Und dann klickst du da drauf und dann ist da so ein Getränk, was zusammengewischt wird, mit Zitronenwasser, mit Ingwer und irgendwelchen Pfeffer oder so. Klar ist es ein bisschen gesund, wenn du es trinkst, aber du wirst allein dadurch nicht einen Gramm an Fett verbrennen. Weder Zitronenwasser, noch schwarzer Pfeffer, noch irgendwas, noch Kurkuma verbrennt Fett. Das verbrennt alles kein Fett. Was passiert ist, dass du dieses Getränk trinkst und danach gar keinen Hunger mehr hast, weil das wirklich ekelhaft geschmeckt hat. Und danach hast du gar keinen Hunger mehr, irgendwas anderes zu essen. Du isst also weniger und wirst dadurch abnehmen. Hast du dann durch dieses Getränk abgenommen? Nein. Das ist Quatsch, das ist Schwachsinn. Deswegen bitte hör auf solche Videos zu klicken, die dir irgendwie versprechen, dass du durch ein komisches Getränk mehrere Kilos abnimmst oder Bauchfett reduzierst. Das heißt, dieser Titel ist reißerisch gewählt. Aber bleib hier bei diesem Video auf jeden Fall dran, denn ich verrate dir jetzt wirklich, wie du einen flachen Bauch bekommst. Denn das, was ich eben gesagt habe, stimmt wirklich. Ich habe wirklich über 500 Frauen dabei geholfen, einen flachen Bauch zu bekommen, abzunehmen. Und ich kann dir das verraten. Und ich werde jetzt hier meine 3 Zutaten nennen. Das sind keine Zutaten wie in irgendeinem komischen Shake, aber das sind quasi 3 Zutaten für das Rezept des Traumkörpers. Und fangen wir direkt an mit der ersten Zutat. Also die erste Zutat, um wirklich abzunehmen, flachen Bauch zu bekommen, ist keine Diät zu machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Du darfst keine Diät machen. Keine Diät wie Low Carb, Stoffwechselkur, Saftfasten, Heilfasten, was auch immer. Lass bitte diese ganzen Diäten sein. Diäten sind immer mit Verzicht verbunden. Das heißt, verzichte über 10 Wochen auf Kohlenhydrate. Verzichte auf das und das. Verzichte auf Essen gehen mit Freunden. Verzichte auf Pasta, verzichte auf Getreide, was auch immer. Das hältst du alles nicht dauerhaft durch. Du solltest immer noch mal leckere Sachen einbauen. Sowas wie mal Nudeln. Vielleicht nicht ein Kilo Nudeln am Tag, aber alles im gesunden Maße. Sollte immer noch machbar sein. Wenn du zu stark verzichtest, wenn du zu strengen Diät folgst, dann wirst du es vielleicht kurzfristig durchhalten und wirst vielleicht auch 3, 4, 5 Kilo damit abnehmen. Vielleicht sogar 10, wenn du einen sehr starken Willen hast. Aber irgendwann wird der Moment kommen, da wirst du es nicht mehr dauerhaft durchhalten. Da hast du mal einen stressigen Alltag. Da bist du vielleicht mal krank gewesen. Dann kommst du vielleicht aus dem Urlaub und dann bist du raus, weil du in einem emotionalen Tief warst. Und dann wieder reinzukommen ist extrem schwer. Das heißt, das Gewicht schießt sofort wieder nach oben und das ist diese emotionale Achterbahnfahrt und die Achterbahnfahrt auf der Waage. Vielleicht hast du es schon mal erlebt und das geht immer so weiter, wenn du Diäten folgst. Deswegen folg keine Diäten. Die zweite Zutat, um wirklich schön abzunehmen, flachen Bauch zu bekommen, ist, dass du ein Konzept haben musst, was alltagstauglich für dich ist und somit nicht unbedingt extrem viel Sport zu machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Mach nicht gezwungenermaßen viel Sport. Das heißt, geh bitte nicht joggen. Joggen ist sau anstrengend. Joggen ist eine Überwindung. Joggen macht keinen Spaß. Und du müsstest irgendwie jeden Tag eine Stunde joggen gehen, damit du wirklich damit sehr viel Kalorien verbrennst und das wirklich sich bemerkbar macht. Das ist für kaum jemanden durchhaltbar. Wenn du jemand bist, der sagt, hey, ich habe null Probleme damit, jeden Tag eine Stunde joggen zu gehen, kannst du es gerne machen. Aber dauerhaft ist es nicht empfehlenswert. Der zweite Punkt ist auch, dass du auch dadurch Muskulatur verlierst. Wenn du joggen gehst, verlierst du nicht nur Fett, sondern auch eventuell Muskulatur. Und das kann gefährlich werden. Bei einer längeren Jogging-Session kann die Muskulatur angegriffen werden. Das heißt, du verlierst 5 Kilo, aber 3 davon sind
Wasser. Eins davon ist Muskulatur und vielleicht ein halbes Kilo Fett. Der Rest ist irgendwie Glykogenspeicher. Das heißt, wirklich Fett verbrennst du nicht. Du verbrennst einfach die Muskulatur. Der Leistungsbedarf wird weniger. Das heißt, du verbrennst sogar weniger Kalorien, während du sitzt. Und du wirst es schwieriger haben abzunehmen. Du kannst danach irgendwie noch 800 Kalorien essen, um abzunehmen. Das ist nicht dauerhaft durchhaltbar. Deswegen fang gar nicht erst an, so viel Sport zu machen. Was du machen kannst, ist ein, zweimal die Woche vielleicht ein bisschen was zu Hause machen. Vielleicht im Fitnessstudio ein bisschen Kraftübungen. Du kannst dich generell bewegen im Alltag. Aber lass diesen übertriebenen Sport sein. Das macht keinen Sinn. Das ist nicht dauerhaft durchhaltbar. Es muss für dich alltagstauglich sein. Wenn du nicht das Gefühl hast, dass das, was du gerade machst, theoretisch für den Rest deines Lebens durchhaltbar ist, dann lass es direkt sein. Du wirst es nicht dauerhaft durchhalten. Es muss alltagstauglich sein. Es muss zeitlich bei dir in den Alltag reinpassen und du musst dich gut dabei fühlen. Dann bleibst du dran. Die dritte Zutat, um wirklich einen flachen Bauch zu bekommen und abzunehmen, ist dafür zu sorgen, dass du einen genauen Schritt-für-Schritt-Plan hast, der dich dahin bringt. Was meine ich damit? Die meisten Leute wollen irgendwie ein paar Kilo abnehmen und machen auf Teufel komm raus irgendeine Diät oder probieren erst, essen einfach weniger, machen vielleicht mehr Sport. Das bringt alles nichts. Du brauchst einen Schritt-für-Schritt-Plan mit zwei Faktoren. Das erste ist, dass du weißt, wie viel du brauchst. Wie viel Kalorien brauchst du? Wie viele Proteine brauchst du? Wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette? Wie viel musst du jeden Tag essen, um optimal abzunehmen? Jeder von uns hat eine gewisse Abnahmerate pro Monat, die optimal ist, um Fett zu reduzieren. Beispielsweise kann es sein, wenn ich eine Frau habe, die beispielsweise 80 Kilo wiegt und sie möchte auf 70 Kilo runter oder auf 60 Kilo, 80 bis 60, das heißt 20 Kilo abnehmen. Dann macht es zum Beispiel Sinn, dass sie beispielsweise pro Woche ein halbes Kilo bis ein Kilo abnimmt. Das ist eine Rate, wo man, ich jetzt pauschal, das ist jetzt nicht genau gesagt, einfach pauschal, wo man sagen würde, hey, das ist die optimale Rate, wo sie wirklich reines Fett verbrennt oder so viel Fett wie möglich und so wenig Muskulatur wie möglich und wirklich so viel Fett wie möglich verbrennt, auf gesunde Weise. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Denn wenn du zu wenig isst, dann wirst du vielleicht schneller ein bisschen abnehmen, aber das größte Teil ist einfach Wasser und Muskulatur und das Fett wird einfach nicht grundsätzlich weggehen. Dein Stoffwechsel schläft quasi ein. Auf jeden Fall kommst du, merkt dein Körper, hey stopp, es geht nicht so weiter. Und dann wirst du langsamer, du wirst Heißhunger haben, du wirst hungern, du wirst nicht dauerhaft durchhalten. Das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, wenn du zu viel isst, dann wirst du Ewigkeit Diät machen, jahrelang, und du wirst auf Dauer nicht die Erfolge sehen, die du haben willst. Und das würde dich demotivieren, das würde dich frustrieren, weil du denkst, hey, okay, wofür mache ich das eigentlich? Du schränkst dich an, du machst Sport, du machst die Ernährung, du nimmst pro Woche 100 Gramm ab. Da denkst du ja auch irgendwann, ey, das kann ja nicht sein, das hält doch keiner langfristig durch und das demotiviert dich. Deswegen brauchst du wirklich eine genaue Abnahmerate, die für dich passt. Also, wie gesagt, du musst erstens natürlich wissen, was du brauchst und zweitens musst du wissen, was in dem Essen drin ist. Stell dir mal vor, was hast du gestern Abend zum Abend gegessen? Wenn du nicht weißt genau, wie viele Kalorien da drin sind, dann ist es sehr schlecht, weil dann ist es Zufallsraten. Dann hast du quasi gerade die Hände vor den Augen und versuchst irgendwie auf Zufall irgendwie abzunehmen. Du musst wissen, was du brauchst und du musst wissen, was in dem Essen drin ist, sonst ist es zufällig. Das ist ja so, als würdest du, keine Ahnung, von München nach Berlin fahren wollen und du gehst tanken und im Auto tust du den Tankhahn rein, hältst einfach mal ein bisschen, guckst gar nicht, wie viel drin ist und guckst nicht auf den Kilometerstand des Tankes, wie viel noch an Liter da ist. Dann fährst du los, kommst vielleicht 100 Kilometer, aber irgendwann ist der Tank leer. Und dann denkst du dir, hey, hätte ich mal lieber genau geschaut, okay, wie viel habe ich getankt und wie viel genau muss ich auch tanken. Und vor allem auch das gleiche Beispiel mit dem Navi. Wenn du ein Navi hast, dann kannst du von München nach Berlin im direkten Weg fahren, im schnellsten, besten Weg. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, zufällig mal losfährst und den Schildern folgst, dann wirst du vielleicht irgendwann ankommen in München oder in Berlin, aber du wirst vielleicht einen ganzen Umweg gefahren haben und wirst vielleicht bei der Hälfte aufgeben, weil du demotiviert bist. Das heißt, diese Faktoren müssen passen. Ich weiß, und das ist mir jetzt sehr, sehr wichtig, ich habe dir jetzt sehr grobe Tipps gegeben, wo du weißt, hey, okay, wie soll die Reise aussehen? Wichtig ist, ich weiß, dass jeder, der das hier gerade schaut, einen anderen Alltag hat. Er ist eine andere Person, ein anderes Gewicht, eine andere Situation. Das heißt, es ist immer sehr individuell und ich kann dir gerne individuelle Tipps geben. Deswegen lade ich dich jetzt gerne ein, einmal ein kostenloses Erstgespräch bei uns zu machen. Klick einfach mal auf den Link unter diesem Video auf henrycl.com, www.henrycl.com. Mach gerne einen Termin aus für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch. Da sprichst du mit mir persönlich und einem Experten aus meinem Team kostenlos am Telefon, so circa 10, 15 Minuten. Wir schauen, wo du stehst, was dein Ziel ist und ob wir dir mit dem Coaching vielleicht auch helfen können, deinen Traumkörper zu erreichen. Wir haben leider in den letzten Jahren da über hunderten Frauen mal geholfen und das kriegen wir mit dir sicher auch hin. Deswegen gerne einmal das kostenlose Erstgespräch machen. Gib dem Video einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Wir hören uns zum nächsten Mal. Dein Henry und ciao.